Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero und herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute: Warum Bobby Roode und Chad Gable zusammen teamen, welcher ehemalige WWE Superstar war Backstage bei SmackDown und ist Seth Rollins verletzt? Hi Leute, ich bin's, eure freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, und wir streamen am Freitag um 14 Uhr das neue Spider-Man-Spiel. Da solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Das Ganze gibt's auf martinguerrero.de kostenlos anzusehen. Also Freunde, nicht vergessen. Gleich mal vorab für alle Sportfans: Bei Neosubs gibt es gerade die Aktion, dass wenn ihr euch eine Packung von Proteinriegel bestellt, ihr eine zweite gratis dazu bekommt, indem ihr euch einfach zwei in den Warenkorb steckt, aber dann halt bloß den Preis für eine davon bezahlt. Also richtig coole Aktion. Und der Gutscheincode Martin10 funktioniert da natürlich auch. Also 10% sparen bei Neosubs. Ziemlich geile Aktion auf jeden Fall. So, jetzt beginnen wir aber mit den News. Denn in der letzten Zeit gab es ja einige kleine Anteasereien von Hulk Hogan im Social Media Bereich. Nicht auf sein Comeback, sondern auf das Comeback der NWO zusammen mit Kevin Nash und Scott Hall. Das, so wurde berichtet, hat aber nichts mit einem Run bei der WWE zu tun, sondern hatte ja andere Promo-Zwecke. Trotzdem, so hat Hulk Hogan nämlich in einem Interview bestätigt, weiß Vince McMahon von der Aktion, findet die auch gut und hat die auch quasi erlaubt, wenn man das so sagen möchte. Trotz der Bestätigung von Vince McMahon heißt es aber trotzdem nicht, dass man das irgendwie in die WWE-Shows mit einbaut. Für die nächste Raw-Ausgabe wurden drei coole Sachen angekündigt. Zum einen gibt es ein Tag-Team-Match im Main-Event, wo Ronda Rousey zusammen mit Natalya gegen Alexa Bliss und Alicia Fox antreten wird, also Ronda Rousey als Raw Women's Champion im Main Event Match, nicht schlecht. Weiter geht es mit Triple H, der wird Stellung nehmen zu dem, was der Undertaker bei der letzten Raw Episode gesagt hat, und dazu gibt es auch noch Mick Foley, der wird auch zu Gast sein zu dem 20-jährigen Jubiläum des Hell in a Cell Matches gegen den Undertaker. Wahrscheinlich wird das alles ein bisschen miteinander zusammenhängen, also zumindest die Triple H und Mick Foley Geschichte, denn man versucht ja das Match zwischen Triple H und dem Undertaker beim Super Showdown zu hypen mit mehreren Legenden. Auch in den Videopackages, die wir schon bei Raw gesehen haben, hat man immer mal wieder irgendwelche Legenden oder alte Stars zu dieser Fehde befragt, also man hypt dieses Match hier schon extrem krass. Dann gab es ein kleines bisschen Ärger von Finn Balor von dem Twitter-Account von China. China ist zwar im April 2016 verstorben, trotzdem wird ihr Twitter-Account weiterhin betrieben, allerdings nicht von ihr selbst natürlich. Und der gute Finn Balor hat jetzt während der Tour in China ein Bild gepostet mit dem Untertitel One Night in China. Und das ist erstmal nichts Böses, außer man weiß, dass es einen Porno von China gibt, der One Night in China heißt, auch als Hommage an One Night in Paris von Paris Hilton. Auf jeden Fall hat sich der China-Twitter-Account dazu geäußert und meinte, dass sie eigentlich darauf angewiesen sind, dass die Wrestler und Fans China weiterhin unterstützen. Es gibt ja auch viel Diskussion immer darüber, ob man China in die WWE Hall of Fame packen sollte. Und naja, ich gehe mal nicht davon aus, dass Finn Balor das hier in irgendeiner Art und Weise böse gemeint hat, aber naja. Nia Jax ist ja momentan verletzt und hat auch gerade Reha-Maßnahmen im Performance Center. Natürlich wurde sie aber trotzdem auch mal zwischendurch interviewt, und zwar zu dem Evolution Pay-Per-View, was sie als Traummatch für diesen Pay-Per-View gerne hätte. Und sie sprach von Beth Phoenix zusammen mit Natalya gegen Nia Jax und Tamina, denn Nia Jax und Tamina sind ja nun mal verwandt, und Beth Phoenix und Natalya, die alte Riege sozusagen, passen da auch ganz gut zusammen. Dieses Match ist auf jeden Fall nicht so abwegig, das könnte man bringen. Mal schauen, was passiert. Dann hat Dana Brooke auf Twitter jetzt auch das bestätigt, was sich in der Raw-Episode schon angekündigt hat. Und zwar wird sie ab sofort kein Teil mehr von Titus Worldwide sein. Sie ist komplett durch mit dieser Sache und wird sich dann wahrscheinlich eher alleine um ihren Kram kümmern. Also Titus Worldwide löst sich so langsam auf. Auch in der letzten Zeit hat man ja schon einige Geschichten mit Apollo Crews gehabt, der da auch wohl nicht ganz so zufrieden zu sein scheint. Mal schauen, wie lange das Tag Team denn also noch besteht. Dann gab es bei SmackDown diese Woche wieder Backstage jemanden, der eigentlich auch für eine Überraschung gut gewesen wäre. Hat man nicht gemacht, wahrscheinlich auch besser. Denn der gute James Ellsworth war Backstage und hat etwas
für die Frauendivision aufgezeichnet. Viel mehr ist dazu nicht bekannt. Wie gesagt, er wurde nicht in den Shows eingesetzt und es ist immer noch nicht geplant, dass James Ellsworth wieder irgendwie in die Shows oder vor die TV-Kameras kommt oder auch wirklich wieder einen WWE-Vertrag unterschreibt. Also denke ich mal auch nicht, dass da viel mehr kommen wird. Dann hat man ja jetzt bei Raw bestätigt, dass es eine zweite Staffel von der Mixed Match Challenge geben wird. Das Ganze wird erneut über Facebook Watch übertragen und wird um 4 Uhr morgens auch in Deutschland gestreamt. Also wer denn hier Bock hat, sich das zu geben, ist dann immer Mittwoch morgens um 4 Uhr Nachtzeit. Ja, wahrscheinlich ein bisschen schwierig für uns zu gucken, aber wer Bock drauf hat. Einige waren sicherlich verwirrt, als man jetzt Chad Gable zusammen mit Bobby Roode in ein Tag-Team gesteckt hat. Das hat aber zwei Gründe. Zum einen möchte man natürlich schon mal vorbereiten, Chad Gable wieder im Tag-Team-Bereich einsetzen, da dieser ja, wenn dick ist, wenn hier leider, Jason Jordan dann nämlich wieder fit ist, könnten die nämlich wieder zusammen als American Alpha antreten. Dazu ist die andere Sache, die man plant, der Heel-Turn von Bobby Roode. Denn dieser ist zwar, seitdem er jetzt in den Main-Shows ist, als Face eingesetzt, aber so richtig gut funktioniert das meiner Meinung nach nicht. Außer James Storm kommt dazu, dann vielleicht. Aber hier ist auf jeden Fall erstmal geplant, dass man Bobby Roode dann nach und nach zum Heel machen könnte, indem man dann irgendwann gegen Chad Gable turnt, könnte man das zum Beispiel machen. Obwohl ich ja immer diese, wir bauen ein Tag-Team auf und lassen dann einen Turn-Geschichte, die man halt bei jedem Tag-Team macht, immer nicht so geil finde. Dann hat die WWE erneut eine Umfrage an einige seiner Network-Abonnenten gestellt, wo es wieder um mögliche Neuerungen und mögliche Erweiterungen für das WWE Network ging. Also, wo die Fans halt einfach sagen sollten, was sie geil finden würden, was sie sich angucken würden und so weiter. Daraus schließen sich natürlich einige echt coole Pläne. Zum Beispiel erneut die Frage, welche Independent Promotion sie gerne auf dem WWE Network sehen wollen. Darunter natürlich die ganzen großen, also Ring of Honor, New Japan, Impact Wrestling und Lucha Underground. Das wären ja alles Möglichkeiten, die man da aufs Network bringen würde oder Pro Wrestling Guerrilla. Natürlich ist es ja auch so, dass ja einige, wie zum Beispiel New Japan, schon ihr eigenes Network haben und ja dran sind, ihren Kram selbst in alle Länder zu bringen. Dann wird es wahrscheinlich schwierig werden, aber trotzdem erstmal an sich die Frage, was die WWE-Fans noch sehen wollen würden. Außerdem noch so ein paar Ideen für weitere Sachen auf dem Network, wie weitere Dokumentationen, zum Beispiel irgendwas, was man mit Xavier Woods machen könnte, da er ja eben mit Up, Up, Down, Down einen ziemlich gut laufenden YouTube-Kanal hat. Das könnte man ja auch irgendwie mit auf dem WWE Network ausstrahlen oder neue Sachen dafür. Oder eine Morning Show, die immer live ausgestrahlt wird auf dem WWE Network, wo es dann halt auch um News und so eine Sachen geht oder was halt so zurzeit halt alles irgendwie passiert. Oder auch das komplette Videoarchiv von FCW, das könnte man nämlich auch aufs Network bringen. FCW ist sowas wie NXT, also quasi war es das, bevor NXT so wurde, wie es jetzt ist. Es gab auch Titel, es gab große Shows, die ganzen Superstars, die halt noch nicht in der WWE waren, aber schon unter WWE-Vertrag, konnten sich da auf jeden Fall ausprobieren und so ein bisschen ihre Charaktere anpassen. Also fast genauso wie bei NXT heutzutage. Nur, dass es halt einfach nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber FCW auf dem Network wäre schon, glaube ich, ganz geil. So, und dann gibt es noch große Sorge um unseren Intercontinental Champion Seth Rollins. Denn am Montag bei Raw im Main Event gab es ja diesen riesen Brawl, wo alle Heel-Superstars aus Raw auf The Shield losgegangen sind. Und darin auch die Situation, dass Seth Rollins von der Stage geschubbt wurde gegen den Polizeiwagen. Seth Rollins ist da aber mit dem Arm voll in dem Fenster von dem Auto hängen geblieben oder reingeflogen und hat natürlich auch das Fenster kaputt gemacht und hat auch einige Schnittwunden davon getragen. Es gibt zum Beispiel auch dieses Bild hier, wo man sieht, dass er sogar am Arm geblutet hat. Und jetzt weiß man natürlich nicht, wie schwer ist er hier möglicherweise verletzt? Wird er ausfallen? Was ist da genau los? Es gibt sehr wenig Informationen dazu, eher immer nur diese Sorge darum. Die WWE hat dazu auch noch keine Stellung bezogen. Also würde ich einfach mal sagen, wir müssen jetzt bis nächste Woche Raw abwarten, wie Seth Rollins da aussieht. Ein großes Problem haben wir natürlich, wenn Seth Rollins jetzt wirklich verletzt ist, denn er ist Intercontinental Champion. Wir haben erneut den Versuch der Rückkehr von The Shield. Und wenn das jetzt wieder so wäre, dass jemand sich verletzt, dann scheint es der Fluch von The Shield zu sein. Irgendwas Höheres versucht da, das Comeback zu verhindern oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall wäre das schon echt schlecht für den jetzigen Zeitpunkt. Nicht, dass es generell nicht schlecht ist, aber jetzt ist halt gerade nochmal separat schlecht.
Ja, Freunde, das war's dann erstmal mit den News. Denkt dran auf jeden Fall, dass ihr mir meinen Spider-Man-Livestream Freitag 14 Uhr nicht vergesst und bestellt auf jeden Fall alle so eine fetten Proteinriegel von Neosubs und denkt an meinen Gutscheincode. Dann ansonsten natürlich Daumen nach oben, Abo auf YouTube nicht vergessen, gerne auch Kanalmitglied werden, da rede ich nämlich nochmal in separaten Videos über Raw und über SmackDown. Das könnt ihr dann auf meinem Community-Tab sehen, nachdem ihr Kanalmitglied geworden seid. Und ansonsten war's das für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Mach nicht mehr so, rein bis zum nächsten Mal und ciao.